Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist der Fischkopf und wir spielen weiter Hearthstone. In der letzten Runde habe ich eine Arena-Session total verkackt. Und deswegen sparen wir jetzt auf die nächste Arena-Runde. Wie man hier sehen kann, fehlen uns noch 45 Gold. Und dafür müssen wir hier so Quests lösen. Wir könnten es natürlich schaffen mit diesem Ding hier. Sieg des Paladins oder Kriegers. Weil wir würden ja pro 10 Siege nochmal 10 Gold kriegen. Das würde hinhauen. Allerdings spiele ich auch immer so wahnsinnig gerne den Hexenmeister. Und will ja auch sowieso gerne noch ein bisschen aufsteigen im Rank. Deswegen werden wir das jetzt mal in Angriff nehmen, ne? Und das klappt auch oftmals ganz okay. Ich bin jetzt schon 19. Naja, schon ist so eine Sache, ne? Es ist jetzt bei mir der 3. Februar. Und ja, diese Seasons fangen ja jeden Monat neu an. Da wird man immer wieder zurückgesetzt auf 25. Und ja, ich habe so ein bisschen was gezockt. Jetzt nehme ich euch mit mal auf die nächste Reise hier. Auf die nächste Reise in Richtung Level 1. Okay, ich glaube, mein Rekord war... weiß ich nicht mehr. War das irgendwie 9 oder 8 oder irgendwie sowas? Schauen wir mal. Gut, jetzt rushen wir natürlich hier die Feinde weg. Wir nehmen sogar den Dwarf nochmal raus. Hoffen auf noch eine billigere Karte. Und da ist der Messerjongleur. Finde ich voll geil. Und gegen den Jäger sollten wir an sich eine ganz gute Chance haben. In so einer Konstellation überlege ich immer, soll ich immer erstmal den Spott vielleicht spielen oder dann doch den Blutwichtel? Ich würde sagen, wir spielen den Spott. Der kann auch mal zur Not noch einen Schaden machen. Dann schauen wir mal, was er da parat hat. Was kann der Jäger da am Anfang machen? Nicht großartig was. Er hat jetzt einen Coin noch. Ah ja, okay. Das ist an sich eine gute Wahl. Den werde ich trotzdem aber jetzt nicht angreifen. Denn er wird mich angreifen müssen. Und wir spielen jetzt nochmal den Blutwichtel aus. Ich weiß, es ist nicht sehr mana-effizient. Aber der Spott kriegt dann noch ein bisschen Leben dazu. Und zwar jetzt, wenn ich auf Fertig drücke. Yes. So, und jetzt muss er schon irgendwie sich was überlegen, wie er den da wegkriegt. Wahrscheinlich wird er da irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine tolle Karte spielen, die das für ihn erledigt. Ah, okay, er schaut sich seine Karten an. Ich glaube, die, was war das? Die drei obersten? Ja, die drei obersten. Dann zieht er eine davon und wirft die anderen immer ab. Die sind dann über den Jordan. Guck mal, er hat noch 21 im Deck, ich habe noch 25. Scheiße, jetzt spielt er ein Geheimnis. Okay. Das Geheimnis wird sehr wahrscheinlich meine Diener töten. Wird wahrscheinlich allen hier zwei Schaden zufügen. Also denke ich jetzt mal. Deswegen hat er ihm jetzt auch zwei Schaden zugefügt, damit er nur noch zwei hat. Jetzt könnte ich mir natürlich überlegen, ob ich jetzt hier angreife, weil dann sind die beide tot. Wenn ich den aber noch eine Runde überleben lasse, dann würde er einen Angriff überleben. Weil der ja dann noch Leben von dem hier dazu kriegt. Deswegen spielen wir jetzt mal den hier. Ich hoffe, er kopiert den jetzt nicht oder so. Nee. Und greifen jetzt nicht an. Greifen jetzt nicht an. Jetzt hat er drei Leben. Jetzt haben die beiden drei Leben und würden quasi dieses Geheimnis überleben. Der Blutwichtel wäre dann weg. Aber das finde ich jetzt gar nicht mal so tragisch. Gar nicht mal so schlimm jetzt. So, Katsu. Habe ich dir überhaupt Hallo gesagt? Hab ich noch gar nicht. Oh, hä. Warte mal, wo hat er jetzt... Hat er die zwei Schaden auf meinen... Auf meinen Champion gemacht? Okay. So, jetzt machen wir nämlich das, was ich eben gesagt habe. Wir machen mal hier den Angriff. Oh, das habe ich mir gedacht. Zwei Schaden an alle. Macht mir jetzt nicht ganz so viel. Denn die beiden haben ja, wie gesagt, überlebt. Zack, zack. Und dann spielen wir noch mal den Jongleur. Und den Feendrachen. So, Kollege. Jetzt muss er halt immer noch an dem Spott vorbei. Gut, hat nur ein Leben, aber ist ein Spott. Okay, der Boss hat. Das heißt, er wird jetzt... Oh je, okay. Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Karte gegen ein Rush-Deck wie meins. Jetzt kann er die beiden locker wegmachen. Und dann sogar noch... Naja, einen von den beiden. Wahrscheinlich wird es dann der Messerjongleur werden. Und er hat halt unglaublich viele Karten gezogen. Das ist nämlich eine super Kombi hier. Der Bossard und die blöden Kackhunde des Todes. Er hat sich aber dagegen entschieden, meine Leute hier kaputt zu machen. Das fand ich jetzt, muss ich sagen, finde ich jetzt gar nicht so schlau von ihm.
Allerdings muss ich natürlich die jetzt alle loswerden, ne? Das ist auch nochmal so eine Sache. Das heißt, er rusht mein Rush-Deck. I don't like. Okay, jetzt geben wir ihm hier nochmal ein Leben dazu, damit er das überlebt, wenn er jetzt hier mitdrescht. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Das hätte ich super gefunden, wenn jetzt der Jongleur einen der Hunde getroffen hätte. Deswegen hauen wir den auch nochmal mit raus. Jetzt trifft, danke. Okay, immerhin, jetzt machen wir den kaputt natürlich. Und vielleicht noch ein Hündchen. Ah, das hätte ich jetzt auch mal hier treffen können, ne? Habe ich auch gar nicht bedacht. Nee, ich hau ihm die ins Gesicht. Weil, ich meine, was soll... Er hat jetzt hier... Okay, er kann dem jetzt irgendeinen von dem, kann er +2/+2 geben. Das werde ich trotzdem einfach mal so einkaufen. Wie viele Karten hat er auf der Hand? 8. Das ist nicht gut. Oh, shit. Wenn er jetzt nochmal das gleiche Geheimnis hat, bin ich am Arsch. Weil dann hat er Kartenvorteil. Ach, verdammt. Und er geht trotzdem auf mich. Das kann ich nicht nachvollziehen. Das kann ich fucking nicht nachvollziehen. Jetzt würde ich gerne den hier spielen mit der Hoffnung, dass hier einer kaputt geht. Huh. Und wofür? Dann würde ich die beiden hier dafür aufopfern. Schauen wir mal. Das so schlau war, weiß ich jetzt nicht. Der ist schon mal tot. Dann machen wir so. Und so. So, lassen wir dem jetzt den 1-1. Würde ich sagen, ne? Würde ich geradezu sagen. Lass uns nochmal eine Karte holen. Und, ach so, jetzt sterben natürlich alle. Dann nehme ich doch nochmal einen mit. Weil die werden jetzt leider alle sterben. Oh, 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 oh. Oh, shit. Ach, verdammt. Da hat er 2 von dabei. Und damit hat er mich jetzt ganz schön geholt. Oh, ich hätte den Abenteurer nicht spielen dürfen. Ich hätte erstmal angreifen sollen. Das war ein ganz großer Fehler. Das könnte schon GG sein, Leute. Ja, das ist es. Das Ding ist jetzt vorbei. Aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Oh, shit. Oh, shit. Okay, wir müssen hier leider noch eine Karte ziehen und die bringt uns nichts und wir haben verloren. Und wir haben verloren. Scheiße. Ja, jetzt mach hin, Digga. Sonst gebe ich gleich auf. Hm. Entschuldigt bitte. Ja. Und noch ein Schuss. Jetzt macht er da irgendwie so einen riesen Showdown draus, ne? Hier das Board und Schuss. Naja, komm, jetzt aber mal langsam hier, Digga. Jetzt schießt... Ja, na endlich. Immer nicht aufgeben. Ich finde aufgeben immer so doof. Mir macht das so sehr Spaß, den gegnerischen Champion kaputt zu hauen. Und das möchte ich anderen auch gerne lassen. So, jetzt natürlich, yay, Abstieg auf 20. Macht überhaupt nichts. Das holen wir jetzt direkt zurück. Naja, klar. Schnelles Ding. 3, 2, 1, meins, Digga. Ungewöhnlich, dass ich zu dieser Uhrzeit spiele. Aber heute mal frei, ne? Muss man ausnutzen. Jetzt bin ich gespannt. Nur kein Magier. Oh. Und ich sag noch, ne? Und wir sind zuerst dran. Das finde ich auch nicht so geil. Behalten wir mal alles. Den pinkt er natürlich sofort weg. Aber kriegt dafür immerhin noch 2 Schaden. Das ist immer noch eine gute Sache. Und wir spielen natürlich erst den Spott aus. Der hat nämlich 3 Leben. Den haben wir natürlich trotzdem weg mit seinem arkanen Schuss oder wie das heißt, aber was soll ich machen, ne? So, zack. Und los geht's. Verursacht 4 Schaden, werft eine zufällige Karte ab. Die spiele ich natürlich am liebsten, wenn ich keine Karten sonst in der Hand habe. Was durchaus passieren könnte. So, und jetzt Magier. Gut, ist scheiße, aber kann man handeln. Es ist möglich. So, spielen wir den noch. Und gehen mit dem da drauf, denn er wird mit dem Messerjongleur unseren Spott angreifen müssen. Außer er hat irgendwas anderes Tolles auf der Hand. Danach haben wir hier 2-mal den Erntegolem, finde ich gut. Können wir natürlich erstmal nur einen spielen.
Na, womit macht er... Ah ja, das war... Ja, okay. Der Frostblitz. Der Frostblitz, natürlich. Ja, ja, geh mal auf den. Mach das mal bitte. Ja, los geht's. Nee. Also, ich denke auch, es ist schlauer, auf meinen Champion zu gehen. Für ihn jetzt. Wir machen den dann so lange kaputt und spielen noch einen Erdengolem. Haben damit vorläufiges Board Control. Mal schauen. Er hat immer noch eine Karte mehr, zwei quasi, ne? Jetzt bin ich gespannt. Der Kaffee ist kalt. Scheiße. Erna! Der Kaffee ist kalt! Ja, ist mir doch egal. Der ist kalt! Ja, da können wir uns ja mal in Zukunft ein bisschen besser drum kümmern, ne? Danke. Ja! Nee, ich muss jetzt weiterspielen. Ich kann jetzt nicht. Nee, mach mal alleine. Ja, die Bananen sind unten in dem untersten Fach. Ja, recht, echt. Okay. Sorry, Leute. Oh, der Kaffee ist kalt. Oh, was ist das denn? Magierin der Kirin Tor. Das nächste Geheimnis, das er in diesem Zug ausspielt, kostet 0. Ja, ist ja ganz toll. Was ist das für ein Geheimnis? Was ist das für ein Geheimnis? Was ist das für ein Geheimnis? Ah. Soll ich jetzt den spielen? Kopierst du den dann? Soll ich jetzt angreifen, nur um zu testen? Ich würde ja gerne mit dem Ding hier die komische Magierin töten, ne? Jetzt würde ich aber eine Karte dafür wegwerfen müssen. Ich spiele den mal gucken, ob sie den kopiert. Tut sie nicht. Dann... Oh, eine von den beiden würde ich dann verlieren jetzt, wenn ich die jetzt spiele. Ich hoffe, ich verliere den komischen Frostwolf-Kriegsfürst. Schauen wir mal. Spielen werde ich es jetzt auf jeden Fall. Ah, okay, das war das Geheimnis. Sie kontert meinen Zauber. Das ist uncool. Das ist sehr, sehr uncool. Ich würde sagen, gehen wir jetzt auf ihr Gesicht oder auf die Magierin? Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Ich gehe auf sie. Der ist zwar tot, da kommt aber ein neuer wieder. Und sie hat nur noch ein Leben. Das heißt, wenn sie uns jetzt angreift, hier die Diener angreift, dann ist sie tot. Ah, zieht noch mehr Karten. Unglaublich. Jetzt sind wir in der Bredouille, Freunde. Das würde ich jetzt auch machen. Ich würde auch auf das Gesicht gehen mit 4. Das war gut gespielt. So, jetzt könnten wir entweder mit dem Dämonenfeuer die Tante hier töten. Das würde ich aber auf der Hand halten und dafür diesen Kleinen hier weghauen. Vorher ziehen wir nochmal sowas hier. Ah ja, sehr gut. Wir haben noch einen Spott gezogen. Zack. Zack. Und zack. Und weiter geht's. Wir hätten ihm jetzt noch +2/+2 geben können. Allerdings bewahre ich das noch auf. Ah ja. Erntegolem. Sehr, sehr interessant. Hm. Wie gehen wir am besten vor? Ich könnte mir vorstellen, ihm jetzt hier +2/+2 zu geben und den Erntegolem damit zu hauen. Ist das schlau? Also das hier würde ich dann auch noch ausspielen. Dann kosten die nächsten Diener weniger. Ich könnte es auch gleich ausspielen. Dann kosten die 2 weniger. Warte mal, dann würde der hier 3 kosten. Das würde natürlich nicht reichen. Komm, wir machen das jetzt mal. Zack. Und zack. Dann kommt der nochmal und dann töten wir den auch noch. Schön immer das Board clearen. Und wir spielen das Ding hier und schon sind die anderen viel günstiger. Jetzt hat er aber wahrscheinlich noch 3 Millionen von seinen komischen Eiszaubern. Die quasi jetzt verhindern, dass meine Leute hier überhaupt was machen können, die hier auf dem Board sind. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Na, ah. Was denn jetzt? Will er sich selber Feuerballen? Nee. Okay, er pinkt ihn weg. Schlau. Dann hat er noch 4 Mana. Nee, er tut's doch nicht. Er tut's doch nicht. Hat er doch noch eine gute Karte gefunden. Komm schon, Baby. Okay. Er verscharft den. Das finde ich nicht gut. Finde ich überhaupt nicht gut. Jetzt ist quasi meine +2/+2 Karte
fast einfach so verpufft. Ich habe sie natürlich eben genutzt, um seinen Dings da wegzuhauen. So, jetzt haben wir hier noch eine Zauberkarte. Das ist auch nicht so geil. Wir können aber auch den hier spielen. Den kann er jetzt nicht direkt verschärfen. Also er wird mindestens einmal 8 Schaden nehmen. Finden wir das gut? Oder wollen wir lieber hier nochmal gucken, was wir kriegen? Ich frage mich. Ich würde sagen, wir gucken, was wir kriegen, oder? Ich meine, er könnte das hier direkt verschärfen. Und was kostet das Schaf? Das Schaf kostet 4. Dann hätte er noch 3. Okay, wir machen das jetzt. Und zack. Und zack. Und nochmal 8 Schaden. Und wenn er jetzt kein Schaf auf der Hand hat, er könnte ihn einfrieren. Aber einfrieren, ich glaube, einfrieren bringt nichts gegen den Text, der unten steht. Wenn er ihn silenced, kann ich mit ihm angreifen. Schaf. Ja, natürlich. Okay, damit war zu rechnen. Und noch ein Geheimnis. Das heißt, wir greifen jetzt erstmal an, gucken, was passiert. Okay, das ist es nicht. Das heißt, er wird wahrscheinlich was kopieren, was ich spiele. Ich gucke erstmal, was kriegen wir hier. Okay, spielen erstmal den Kleinen hier. Ja. Und? Okay, das ist nicht so schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Jetzt würde ich gerne noch was machen. Und zwar sowas. Zack. Und sowas. Bam, 10-10, Alter. Und jetzt hat er kein Schaf mehr. Er wird also auf jeden Fall irgendwie gegen den hier vorgehen müssen. Da hat er natürlich durchaus Möglichkeiten. Wenn er das nicht schafft und keinen Spott spielt, ist er direkt tot. Und das könnte ein Sieg werden. Ding! Oh, hier würde ich gerne einen Zebra hinlegen. Zebras bringen ja Glück, habe ich gehört. Erstmal Feuer anmachen, dann geht das besser. Habe ich mir gerade ausgedacht. Nee, nicht Panther. Ich brauche einen Zebra, Leute. Na, was kommt jetzt? Hey. Kältekegel. Ja, das. Genau, sowas habe ich mir schon gedacht. Dann ist er eingefroren. Und ich kann ihn nicht direkt töten. Den tötet er. Das heißt, ich habe noch 3 Potenzial auf dem Tisch. Plus hier 2. Sind 5. Reicht nicht aus. Mal gucken, was wir als nächstes kriegen. Wenn wir jetzt diese +4/+4 Karte kriegen, wäre das ein Traum. Oder irgendein Schaden oder irgendwas. Oh, den haut er auch noch weg. Ja, natürlich. Oh, das ist sehr, sehr ungünstig. Wir müssen die hier entfrieren. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Dann hauen wir hier 3 Schaden +2 sind... Ah, das reicht halt nicht. Lass uns erstmal gucken, was wir hier noch kriegen. Wichtel, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Spielen wir aber trotzdem. Zack, zack. Zack, hier, bam, hat er noch 5. Und sollen wir das noch spielen, hat er noch 2. Und wir beleben uns hier so ein bisschen zurück. Okay, Leute, jetzt wird's spannend. Kann er nochmal einfrieren? Hat er noch einen Kältekegel? Und den haben wir ja höchstmöglich gebufft, ne? Also das war ja der letzte Slot, den wir quasi noch frei hatten. Darum wird den hingelegt. Das heißt, 10-10 ist das Höchste, womit man den hier auf den Tisch legen kann. Habe ich noch nie vorher gehabt. Fand ich geil jetzt. Hat schon Spaß gemacht ein bisschen. So. Was spielt er jetzt? Er hat +1 Zauberschaden, ne? Das heißt, er könnte jetzt einen Pyro-Schlag. Nee, kann er nicht. Das kostet natürlich auch alles Mana, ne? So, den tötet er. Okay, was ist das für ein Geheimnis? Ich muss jetzt mit dem Schaf angreifen, um zu gucken, ob das irgendwie so ein Angriffsgeheimnis ist. Kannst du mal bitte auf fertig drücken? Ich grüße euch. Oder will er aufgeben? Gut gespielt. Aha. Diese Runde geht auf. Yes. Gut gespielt. Guck mal, und jetzt hätte ich nämlich wahnsinnig gerne mit meinem Zehner hier in sein Gesicht gehauen. Das darf ich aber nicht. Arsch. So, jetzt haben wir hier 10 Gold gekriegt. Das ist wunderbar. Das heißt, wir müssen jetzt quasi nur noch eine 40 Gold Quest lösen, schaffen, gewinnen. Aber wir sind ja hier auf der Hexenmeister Quest Geschichte. Und da werden wir auch direkt weitermachen in der nächsten Folge, die dann morgen kommt, nicht wahr? Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns das nächste Mal. Das war euer Fischkopf. Bis dann und tschüss.